Schaut auch sehr saftig aus. Ja, bitte? Ja, du bist schon wieder meine einheimischen Instinkte wecken, gell? Gerade aus einem Eckerl hört man, ne? Bergfrei vom Sonnenberg. Bin ich da irgendwie zu sehr fokussiert auf dich, gell? Ja, schon. Kannst du mich auf mich fokussieren? Du bist auf das Saufutter gefokussiert. Ja, die Sau ist doch nicht, das ist eine attraktive Sau. Das sind außer den Verwandten. Das ist doch klar, der gewinnt das Lächeln. Schaut so besser wie du. Ich sag auch nicht besser. Ja, jetzt schon. Hallo und Grüße aus Hornstein. Ich bin Flatt dabei. Neben mir steht Asrael, der immer noch kein Sprecherl hat. Und wir machen uns heute auf den Weg zum Sonnenstein über ja, den Waldlehrpfad und mit einem ziemlich penetranten Hahn im Hintergrund, der eigentlich durchaus einen Schnabel halten könnte. Ja. Ja, deswegen nehmen wir euch da einfach mit, weil sonst gerade nämlich nur einmal. Oh, das schaut aber wild aus, hm? Das ist ja auch eine Wildsau. Entdecke den Wald. Na dann? Der Föhrenwald wird bei der Robinienwald sein, so wie es ausschaut. Walderlebnisweg, ja? Da wäre es Storch. Mhm. Das ist ein bisschen sehr kitschig. Ja? Das ist nicht echt. Ja, warum hat es uns heute eigentlich nach Hornstein verschlagen? Das ist ganz einfach. Hornstein ist einer der wenigen Ortsnamen in Österreich, wo ein Horn drinnen vorkommt. Und auf der anderen Seite wiederum, wir wollen ja noch im Burgenland wandern, also von daher. Stimmt. Nein, wir sind eigentlich auf der Flucht vom Gewitter. Da ist die Leiter vom Leitergebirge. Aha, das ist eine Strickleiter, das ist ein Spinnennetz. Da aufhängen auch gleich dabei. Wo bist du? Steinpilz. Walderlebnis weggegangen wieder da zurück. Ja, das machen wir jetzt aber nicht. Nein. Wir gehen jetzt da weiter. Hallo, grüß euch. Vorstraßenkreuzung und halten uns kurz einmal nach links und dann gleich wieder nach rechts entlang der beschriebenen Gießhübelstrecke. Wird man im Video vermutlich nicht so sehen, aber tatsächlich geht es zum ersten Mal bergauf. Das ist ja angeblich eine Mountainbike-Strecke, das hat irgendwas mit Mountain, also mit Berg zu tun, oder? Potztausend, der kleinste Berg der Welt.
So, eine Waldkreuzung. Da gehen wir jetzt nach rechts. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Mit dem haben wir hergekommen, fünfmal. Na, schlecht. Der Markierungspfeil sagt uns, wo man von der anderen Richtung umgeht. Demzufolge muss da Abzweigung sein, oder? Wieder eine Vorstraße erreicht. Aber diesmal lassen wir es nicht im Unklaren. Geht es nämlich in eine Markierung. Ganz richtig, Israel, Waldautobahn. Aber nicht lange. Da soll es nämlich eine Abzweigung geben. Okay. So, da, Abzweigung, schau, gelb markiert. Israel, wir sind am freien Feld. Du musst aufpassen, dass er nicht abgenommen hat. Einhörner sind kein jagbares Wild. Das ist ja grässlich, ich muss eine Sonnenbrille aufsetzen. Kann man Einhörner als Sonnenuhr verwenden? Ja, was es dazu bringt, dass sie schon lange genug stillstehen. Ja, nette Aussicht gibt es da. Da sieht man die letzten Ausläufer vom Wienerwald. Und da im Hintergrund von Israel ist der Anhänger zum Sägen. Und noch weiter hinten, das ist der Lindkogel. Schau, Wegweiser. Eisenstadt. Na gut, dann also nach Eisenstadt. Wir haben da jetzt die gemeine Pimpernuss gefunden. Ja, so gemein ist sie sicher gar nicht. Prost einmal. Ja, schade, das würde schmecken wie Pistazien angeblich. Ja, probier's halt. Ja, wenn es nicht dabei ist. Ich mal so ein Ding. Das da ist nicht zum Dabeißen. Sicher, kein Problem. Schmecken wie Pistazien. Wirklich? Ja, also real Mut kannst du nicht kaufen. Ja, aus der einen hätte ich ihn auch nicht. Ja. Na, bitter würde ich jetzt nicht sagen, aber. Herzdringierend. Ich würde das Wort sein, dass ich mich suche. Komm mit dir mal. Gern geschehen. Ah, Zivilisation. Radfahren verboten. Na bitte, für den Wald von morgen. Schau, da erklärst du, wie man möglichst wenig deppert ist. Man könnte einfach so nicht deppert sein. Ja, das Leitergebirge wird normalerweise recht belächelt, weil Gebirge ist natürlich für einen Höhenzug mit nicht einmal 500 Meter schon reichlich sportlich als Bezeichnung. Auf der anderen Seite wiederum, also landschaftlich und auch vom Abwechslungsreichtum her, hat die Gegend durchaus was, gell? Ja, absolut. Das sollte halt eigentlich was markiert sein. Aber ich kann auch verraten, wir müssen gerade auch. Faszinierend. Eisenstadt Klarett beim Juden. Sind wir mal auch da oben, es kann Winterraum mit Bier geben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es am Sonnenberg oben keinen Winterraum mit Bier geben wird, ne? Eine Rehe niedergebügelt, oder der Wildschweine. Eine Falle, oder? Da oben, da hat er aufgehängt zwei Dings, Erklärung. Der Reinfahren ist deswegen interessant, weil nämlich der vertreibt die Viecher. Den mögen die Stechmücken nicht. Da holt er wieder schon was, hä? Ja, Ewigkeiten kein Holer kommen gewesen. Eisenstadt, blau. Kommen wir hin? Ja. Israel, auf ihn!
vier auffällige Eichen, Eisenstadt und beim Juden. Na gut, also da im Wald ist schon sehr finster. Aber es spindelt die Sonne durch, schau da hinten. Ja, stimmt. Sieht cool aus. Eisenstadt beim Juden. Warum soll jetzt wieder ein Grab runtergehen? Weil du auch der Dumme gekannt. Loretto, Leiter Brudersdorf, wo wir herkommen, an Eisenstadt Glorette, wo wir nicht hingehen, sondern Sonnenberg und nach Hornstein. Ja? Ja, von da auf waren wir gekommen, waren wir unten den Abschneider genommen heute, den nicht markierten. Und jetzt ist wirklich nicht mehr weit zum Sonnenberg. Da bin ich gespannt, ob der das hält, was der Name verspricht. So, da, Sonnenberg, Hornstein. Das ist der mörderische Schlussanstieg auf den Sonnenberg. Da dürfen wir leider nicht hinauf. Der Sonnenberg mit dem aussichtslosesten Aussichtsmankerl der Welt. Willkommen am höchsten Punkt des Leitergebirges. Willkommen am höchsten Punkt von Hornstein. Also bitte, dann gehen wir da doch auf, oder? Ja, eine steile Leiter ist es da. Na, das darfst du nicht da machen. Sehr gut. Ein Sonnenberg. Ja, wunderschöner Sonnenuntergang. Gerade aus einer Eckerl hat man, ne? Da ist die Gewitterfront zum Sehen, die uns aber nicht erreichen wird. Ja, Israel, bergfrei vom Sonnenberg. Ist schon cool da, gell? Sehr schön. Ja, sehr hübsch. Also ich würde jedem empfehlen, da wieder rückwärts abzusteigen, Kameraräder mega packen. Die Leitern sind ordentlich steil, ja. Da merkt man, so flach ist das Burgenland gar nicht. Da drüben sieht man Neusiedlersee schon. Jausnen! Das Wichtigste überhaupt, gell? Und nach Haus, zieh dich aus. Meine Kühltasche. Ah! Die ist mein Arsch. Das ist der Arsch kühl. Also heute schmecken die wieder besonders gut, gell? Ja, super. Aussichtswarte Sonneberg, das Schüttel ist glaube ich deutlich jünger als die Warte, oder? 1910? Ab nach Hornstein. Ja, im Wald herinnen ist mit ohne Stirnlampe nichts mehr. Sehr viel ist nicht zu machen, sobald sich das Blätterdach schließt. Hornstein. Ja. Geradeaus. Weit war in der Weg 02, das ist der Zentralalpenweg. Das ist schlecht. Das heißt, der geht da drüber ins Leitergebirge. Der geht da drüber ins Leitergebirge, ja. Ja, noch merkt man gar nicht, dass es bergab geht, gell? Ja, natürlich. Also dieser Sonnenberg ist erstaunlich flach. Mhm. Eisenstadt, Sonnenberg, Hornstein. Ja, wenn man das so geht, da könnte man fast glauben, das ist irgendeine alte Römerstraße. Israel hat sich standhaft geweigert, dass er selber seine Stirnlampen nimmt, damit gibt es ja keine Vorbeigesinnung. Tja. Der Wegweiser wird standhaft gebildet. Nein, standhaft nicht, nur vorübergehen. Also der Berg der Großen, für einen Unterschied ist das nicht, gell? Nein. Ja, wir haben unser Bestes gegeben mit unserem Abschnitt der Jägerwiese. So haben wir glatt einen Berg dort draus gemacht. Und jetzt, wo uns das Gewitter nicht erwischt hat, haben wir ja leicht gelaufen. Ne? Ja, undeutlich, aber doch kann man den Kirchturm erkennen. Dieser seltsame Untergrund, da hat eigentlich nur aufgehört, gell, zwischendurch. Sonnenbergstraße, hm? Es wirkt so, als ob wir da die Ausläufer vom Hornstein erreichen. Das ist leichter eigentlich so. Da hat einer vom Mountainbike die Dinger verloren. Die sammeln wir ein, wenn wir schon mal sehen. Die Reflektoren. Jetzt sicher mal eine Mistkugel.
schon aus, Rell, die kennen die Schneckengasse. Ja, na sehr gut. Irgendwo haben es vorbei mit dir. Ja, nachdem es am Walderlebnisweg vermutlich wenig zum Segen geben wird für Open-Moderation, machen wir die ganze Geschichte da bei der Aufzeichnung von der Schneckengasse. Wenn man der Erfolg kommt, nämlich zum Start von unserer Tour. Was sagst du dazu? Ja, super geil. Für dich ist das dieses Gebirge, nicht sonderlich gebirgig ist, war das eigentlich extrem cool. Ist eine abwechslungsreiche Landschaft. Das ist natürlich, das Gebirge ist leicht übertrieben, aber mit einer schönen Aussicht, mit einer schönen Aussichtswarte. Man hat dann doch einen 3,5-stündigen Aufstieg gehabt, so wie wir jetzt diese große Schleifen gegangen sind. Und damit bleibt wieder mal nichts weiter zu sagen, also wie der Host immer noch kein Gespräch hat. Nein. Ich bin gerade dabei. Der ist also Ausreil. Und vielleicht sichten wir sie ja auf einer anderen Tour. Was soll man da noch sagen, ne? Aus Leitbargebirge und sind gar keine Leitbar. Du leichst richtig schön aus. Fremdkörper im Wald. Du musst aufpassen, dass du dafür nicht umschneidest. Die Bäume sind auf der Außen markiert.